Hallöchen und willkommen zurück bei God of War. So, Hue aus, bisschen warm, Licht an, Kamera an. Ihr wisst ja, wir wollen einfach nur diese Aufnahmen ein bisschen Legierungen sammeln. Es wird nicht sonderlich spannend. Kann auch sein, dass die Aufnahme nicht lang wird. Ne, wir gucken mal, wie warm es auch wird. Ich habe jetzt auch die Zimmertür zu. Wir schauen mal. Es ist tatsächlich auch... Okay. Wofür gibt es denn überhaupt hinten das Portal? Naja, wir wollen Legierungen sammeln, ein bisschen Echos sammeln. Kein Versprechen, dass es eine lange Aufnahme wird. Kein Versprechen, dass es eine kurze Aufnahme wird. Ich habe keine Ahnung. Ups. Easy. Gib mir eine Legierung. Legierung. Dankeschön. Zwei von fünf. So, leicht erreichbare Kiste hier in der Nähe irgendwo. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. War gar nicht so knapp. Trotzdem. Was nehmen wir noch mit? Ach ja, ach ja. Ich bin einfach so froh, kein Störgeräusch mehr zu haben. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Schön von der Kante wegbleiben. So, wie sieht's hier aus? Die können wir auch noch gerne mitnehmen. Dann haben wir schon wieder fast 1000. Ja, damit. Hier ist aber nichts. Nee, und da vorne will ich gar nicht hin. Da könnte noch was sein. Safety first. Dankeschön. Tatsache. Da haben wir sogar über 1000. Und eine Legierung. So muss es sein. 2 von 5. Nummer sicher. Schöne Blutspritzer hier überall. Sehr motivierend. Und weg hier. Habe ich schon mal gesagt, dass Backforce sehr geile Stühle macht? Ja, ne? Also hinter mir steht ein Schätzchen. Oder ich sitze auf einem Schätzchen, so ist richtig gesagt. Jo. Hier, guck mal, was ich für dich habe. 1000 Echos weggebracht. Sehr schön. Auf zurück. Hallo Atreus. Das ist ja scheiße, ne? What the fuck? Die buffen sich auch noch, ich glaub's nicht. Das war's denn also? Unverschämt, oder? Es ist der gleiche Raum. An der gleichen Stelle mit diesen normal starken Droger oder diesen total OP-Kack-Wiedergängerin. Das muss mir mal irgendjemand erklären. Also irgendwas stimmt da nicht. Gut. Als hätten wir eine Wahl, als hier einfach reinzulaufen. Come on!
Oh fucking shit, ernsthaft? Unschöner Kampf. War nicht so geil. Trotzdem der Regierung. Bitte, bitte, bitte. Na gut, man kann nicht alles haben. Nebelecho. Wir haben gleich viel zu viele Nebelechos und zu wenig Legierungen. Wartet mal ab. Guck mal da vorne nochmal rein. Da könnte noch was sein. Nicht das, was wir brauchen, schon klar, aber... Auch Legierungen schaden nicht. Haben wir hier noch was? Da ist gar nichts. Da auch nicht. Ja, schade. Schade, schade, schade. Kann man ja eigentlich gut auch Rage farmen, ne? Wenn man wirklich jetzt vor einer... Aber ich glaube tatsächlich, man darf sich nicht so auf die Axt fixieren. Also die Klingen sind auch echt gut. Soll man sonst sagen. Legiro! Ach, come on. Vielleicht können wir wirklich dann,
Aber müsste denn da nicht der Logik nach hier was sein? Ja. Das können wir gerne mal probieren. Ich meine natürlich grausam. Ja, mit den Echos. Ah, zwei Legionen. Ja, okay, es ist natürlich... Das ist natürlich relativ logisch, dass wir hier jetzt ein bisschen besser... Fucking hell. Bessere Belohnungen bekommen. Die haben die sich auch echt gedacht, ja komm, wenn wir schon... Ja, hier müssen wir jetzt aufpassen, das ist ja Verarsche. Da bin ich ja, glaube ich, an der Kante gestorben, ne? Weil ich um die Ecke spähen wollte. Naja. Ist hier jetzt nicht schon die Walküre, theoretisch? Kann man einfach weglaufen? Ich würde gerne mal ihre Leben sehen. Nicht bereit. Feuer! Rechts! Es war nicht rot, da muss man so abwehren. Okay. Schwächer. Ja, ja, wir müssen uns beeilen. Und hier die Kiste noch schnell. Oh je, ich hoffe, wir schaffen das. Egal. Zeitdruck, Zeitdruck, Zeitdruck.
Die habe ich mir natürlich extra vorhin für den Rückweg liegen lassen. Das ist ja logisch. Oh, fuck. Okay, das wäre unser Tod gewesen. Okay, alles gut. Holy crap. Das hat sich aber gelohnt. Das war jetzt greedy. Drei Kämpfe haben wir gemacht, glaube ich. Wir müssten doch die Legionen jetzt sogar haben, oder? Ja, sowas von. Holy crap. Nice. Okay. Euch scheint Ivaldis Werkstatt richtig zu gefallen. Jedenfalls seid ihr schon recht lange hier. Wir haben viel Gewebe, aber nicht genug Legierungen. Ja, es ist okay hier, mein Gott. Es könnte schlimmer sein, sind wir mal ehrlich. Es könnte schlimmer sein. Nur die Wiedergänger können wir eigentlich direkt sein lassen, wenn die jetzt da sind. Legierung, gib mir eine Legierung. Ja. Damit haben wir alle, die ich haben wollte. Greifbare Kiste, Fragezeichen. Sieht gut aus. Ja, also es ist sehr fair. Ich meine, es ist wirklich ein Rundlauf. Ich glaube, hier ist auch nichts außer die eine Walküre, oder? Zumindest so, wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Aber hey, ist doch cool. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, wie viel wir haben, wie viel wir brauchen, aber... Wo geht's hoch? Hier. Oh, auch nochmal zwei. Sehr schön. Ich habe keinen Auferstehungsstein, das bremst meine Motivation, hier alles zu erkunden, so ein bisschen. Oh, es könnte mein Tod sein. Oh ne. Glück gehabt. Auch Hacksilberfarm war gut, ne? Nee. Dann lass uns mal zurücklaufen. Dann holen wir uns das letzte Rüstungsteil und dann gehen wir nochmal oben bei den Kisten und gucken, was wir da Schönes haben. Und dann würde ich einmal, just for fun, die Walküre probieren. Das wäre jetzt so mein Fahrplan. Zurück, Rüstung herstellen, Walküre probieren.
Im Ernst, seid vorsichtig mit den Weltenrissen. Tragen wird der Glück. So, verbessern. Dunstgewebe 2000. 2000. Schwellende Glut. Finde ich ja ulkig gerade, ne? Mal. Oh Mann, Mann, Mann. Alles Gold. Nice, nice. Freunde. Ja. Ach genau, der Gürtel ist ja neu. Hat jetzt auch diesen Nebelflair. Jetzt würde ich gerne einmal oben in die Mitte gucken, was wir da noch kaufen können. Ja, gerne, gerne. Ja gut, die Gewebe bekommen wir dann natürlich schon eher hinten. Ich denke mal, da wird jetzt höchstens wieder eine Legierung drin sein. Ja, das heißt, dann müssen wir für das Gewebe, sprich für die Verbesserung, für die Verbesserungen, müssen wir dann weiter ins Innere gehen. So viel habe ich schon mal verstanden. Was haben wir hier? Wie viel kostet die? 5000. Na gut, her damit. Kalte Nebel von Niflheim. Ja, für irgendwas war das, ne? Ach Gott, Dunstgewebe, Asenfluch. 7500. Na gut, das ist ganz schön viel. Also quasi 15.000 bräuchten wir noch. Ist passiert. Ich brauche auf jeden Fall einen Auferstehungsstein, allein wegen der Walküre. Ja, dann lass uns das doch machen. Ihr hört übrigens den Ventilator im Hintergrund, wenn ich rede, oder? Wartet mal. Test. Hallo, hallo, hallo. Ja. Ist denn euch geht? Wäre geil, wenn hier irgendwo Raben von Odin wären. Das fände ich irgendwie ulkig. Yeah!
7500, das ist ganz schön viel. Ah, die Walküre, ja. Da wären wir hier aber auch schon wieder fast fertig, ne? Klar, wir müssen noch die drei Weltenrisse aktivieren. Aber das Wichtigste ist ja für uns eigentlich die Walküre, damit wir die Leviathan-Axt auch maximieren können. Muss man nicht mal mit einer Valkyrie passieren, Mann? Legierung, das ist nicht so geil. Leute, ich will keine Legierung. Jetzt nicht mehr. Gewebe. Fucking hell. Wow, einfach perfekt. Bin ich da. Wir brauchen Heilungsstein. Das war so dumm. Das war so dumm. Okay. Alter, das war so dumm. Tatzelwurm. Weiß ich nicht, ob ich das so toll finde. What the fuck? Ja. Wie gewonnen, so zerronnen, wie sagt man so schön. Okay. Seid ihr dabei? Einmal die Walküre probieren. 31 Minuten. Wir haben das Rüstungsset komplett. Wir haben oben die Kisten noch nicht geplündert.
Wir müssten theoretisch jetzt ein paar Echos farmen, aber da will ich mir auf jeden Fall einen Stein mitnehmen. Angeblich bergen die Weltenrisse ein schreckliches Geheimnis, das Ivaldi verschwieg. Aber wer weiß das schon? Zwerge sind seltsam. Und ja, ich weiß, ich bin einer. Ich würde ja dann fast vermuten, dass da Seelenfresser drin sind, oder? Das war doch sein Geheimnis. Irgendwas sagen. Nee. Also wir runnen jetzt komplett durch zur Walküre. Wir ignorieren jetzt wirklich komplett alles. Wir können unterwegs gerne die Kisten in den Räumen mitnehmen, um zumindest ein bisschen Puffer für unsere Anzeige zu bekommen. Also die können wir gerne mitnehmen, einfach nur damit wir oben das Ding wieder voll bekommen. So, ist hier wieder links, müsste sie ja sein, ne? Nee, hier noch nicht links. Oh Gottes Willen, war das schlecht. Okay, das nehmen wir nicht als Versuch. Okay, erst suchen, dann machen. 1, 2, 3, okay. Also, 1. Gewebe. Gib mir Gewebe. Legierung. Super. Danke. Also so ähnlich soll's laufen, wenn wir dann die Walküre machen. So ähnlich soll's laufen. Naja, ich weiß schon. Okay, was ist dann hier? Da wäre der Rundgang. Und hier dann den, das verstehe ich nicht. Kasselwurm von links, Bruder! Von rechts! Halte durch, Bruder! Bin unterwegs! Fucking hell, Alter. Okay. Also neben der Walküre gibt es auch noch andere Eckräume, wo wir dann wahrscheinlich diese drei Anker finden werden für diese Weltenrisse, schätze ich mal.
Okay, wir sind wenigstens nicht mehr unten, unten, unten. Gut, Plan wird fortgesetzt. Wir gehen zur Walküre. Ja, perfekt. Hier macht mir die Entscheidung nicht schwer. So, hier können wir, wie gesagt, einmal schnell reingrabbeln. Für Gewebe müssen wir fast zurückgehen, ne? Es wird ein Riesenspaß. Vor allem, ihr wisst, wie lange so ein Walkürenkampf dauert, ne? Naja, es ist halt schon... Ja. Wahrscheinlich sind die anderen Walküren einfacher. Lass es mich mal so umfassen. Wieder eine Legierung, die brauchen wir inzwischen ja gar nicht mehr, ne? Okay, jetzt machen wir wirklich mal einen Walkürenversuch, okay? Wir sind jetzt schon wieder, guck mal, 40 Minuten, nicht einmal die Walküre probiert. Ich wollte in 4 Minuten aufhören mit der Aufnahme, will aber auf jeden Fall einmal die Walküre probieren. Hinter dir, Bruder! Ah!
Okay. Geht's dir gut, Bruder? Bitte, was ist da gerade passiert? Okay, die macht also weirde Flächenangriffe. Also sie war jetzt gar nicht von den Leben her, war ich überrascht, wie viel Schaden sie genommen hat. Im Sinne, dass wir eigentlich gar nicht so den großen Zeitdruck haben. Wenn ihr vielleicht versteht, was ich meine. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir mit unserem Balken oben in Zeitbedrängnis kommen, weil wir würden sie auf jeden Fall, wenn wir es schaffen, schneller tot bekommen als... Eieiei. Also wir bekommen sie eher tot, als dass unser Balken leer geht, so ist richtig gesagt. Wie kann ich das nicht schon wieder vergessen, dass die das macht? Weird. Ja, aber es ist okay. Es hört sich weird an, weil wir jetzt nicht wirklich gut überleben wahrscheinlich für euch, aber ich finde, es ist okay. Es fühlt sich sehr fair an, in Anführungszeichen. Es ist merkwürdig, das zu sagen, aber ich finde, das ist wirklich machbarer als die andere, die mir wirklich voll auf den Keks gegangen ist. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich hab das Gefühl... Das ist fair das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen uns mit den Balken oben gar keine Sorgen machen.
Der Weg dahin ist halt nur bäh. Ihr merkt das. Das ist alles hier nicht schön, dass man es immer wieder gehen muss. Wann greife ich denn am besten an, ey? Soll ich wirklich mal ganz defensiv vorgehen? Soll ich mal ganz defensiv probieren? Ganz defensiv. Ja, wie das funktionieren soll, das kann ich euch absolut nicht sagen. Mit dem Angriff soll ich dann schnell auf die Leviathan-Axt switchen und dann ranspurten, was auch total irrsinnig ist, oder? Ja, da bin ich auch ratlos, sag ich mal. Aber man lernt ja dazu. Der Anfang war jetzt auch nicht gut. Der Laufweg ist nervig, aber auch da. Ah, das ist kacke. Ist man ja aus Spielen wie Dark Souls inzwischen nichts anderes gewohnt als lange Laufwege, also. Von hinten! Na, glaube ich nicht. Aua! Volle Leben wären schon nicht schlecht, ne, muss man leider sagen. Ich weiß, da war auch eine große Kiste, aber... Wir haben eine Mission. Genau den Moment treffen oder... Yeah.
Okay, es war aber okay. Der Fehler hat ja angefangen, dass ich ihre erste Welle abgekriegt habe. Die zweite Welle war eigentlich egal. Da war es tatsächlich schon zu spät eigentlich, finde ich. Aber machbar. Finde ich jetzt. Machbar, machbar, machbar. Wir hatten auch keine vollen Leben. Ich habe das Wolfenklau zu früh, also die Wölfe zu früh eingesetzt. Alter. Kann ich nicht mal mehr laufen, ey. Oh fuck, okay, der zweite war's. Ich hab gedrückt, Alter! Hab das gesehen, wie mies. Yeah.
Freiheit. Ja, du bist jetzt frei. Meine Schwestern, ist ihnen dasselbe widerfahren? Ja, aber wir retten sie. Ihr beide seid sehr tapfer. Ich wünsche euch Glück. Valhall wartet. Beide? Sie hat mich nicht mal bemerkt. Wehe, ich muss noch zurückkommen. Wehe. Ja, schöner Helm, ja. Rein, steck dir den rein, genau. Krieg ich ein bisschen Boost oben drauf oder so? Oh, nice, okay. Legendär, der Helm der Valkohilde. Das ist gut für dich. Weißt du, die meisten Eltern möchten, dass ihre Kinder nachts gut schlafen. Legendär, Asgarder Stahl, sehr schön. Was ist das? Schwinde, ein Axtknauf. Gucken wir uns alles an. Yay, Asgarder Stahl. Ich habe ein bisschen Zeitdruck gerade. Mein Gott! Herz der Valkyrie, danke! Darf ich jetzt bitte gehen? Dankeschön. Mein Gott. Okay, die nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Vorteil bringt, weil wir zweimal warten müssen. Aber wir sind ja jetzt eigentlich nicht so mega in Zeitdruck, muss man sagen. Wir haben ja nun mal... Rechtsrum ist richtig. Ja, jetzt bin ich greedy as shit. Jetzt glaube ich, wir können alle Valkyren schaffen, weil das war eigentlich... Wobei die ja... von der Stärke her halt echt okay war, ne? Dieser Trio ist da, jetzt bin ich gefühlt schon tot, ey. Eieieiei. Schön, was haben wir gekriegt? Gucken wir mal. Schulterplatte, Kyras. Kyras der Valkyre. Eine Rüstung für wahre Krieger, geschmiedet aus Metallen, Valhals. Geringe Bonusaktivierungschance. Ja, würde ich auch gerne. Das wäre so die Rüstung, die ich gerne am Ende tragen möchte. Waffen, Axtknauf. Oh, Schwinge der Gefallenen. Moderate Bonusaktivierungschance auf Valkyrenkraft bei jeder erfolgreichen Tötung. Nehme ich. Sonst habe ich nichts bekommen. Verbesserung gefällig, bevor ihr die Weltenrisse angeht. Nicht, dass ich so etwas billigen würde. Jemals. Perfekter Asgarder Stahl. Asgarder Stahl. Ah, ja, jetzt müssen wir ein bisschen sparen. Aber wir haben nicht... Bin ich fertig? Hab mich verdrückt, Mann. Verbessern. Doch. Kalte Nebel von Niflheim. War das nicht oben in der Kiste? Das war in der Kiste. Das war oben in der Kiste bei den Weltenrissen. Das hat gar nicht die Valkyrie gedroppt. Ich hab sie noch kostenlos poliert. Das war... Oh, so viel Blut. Damit haben wir die Leviathan-Axt ebenfalls maximated. Ja. Nice. Ja. Jederzeit willkommen! Lasst uns viel? 3000 haben wir nur. Asenfluch. Größere Feuerwappen. Ja, wird immer garstiger. Wobei die große Frage ist, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wir werden dann sowieso auf den... Kyras der Valkyrie switchen, denke ich mal. Dann brauchen wir jetzt eigentlich den Ivaldis gar nicht mehr zu verbessern. Wir müssen jetzt nur noch, korrigiert mich,
Da macht jemand lieber mit meinem Bruder Geschäfte. Wir müssen doch jetzt hier eigentlich nur noch diese drei anderen Räume, denke ich mal, machen, weil Kyre ist tot. Um diese drei Gegenstände zu bekommen. Das hieß ja dann rechts, 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 rechts. Da will ich mal ganz kurz gucken, ob das stimmt. Wenn die schwach sind, können wir die ja gerne mitnehmen. Müssen wir aber gar nicht, oder? Okay, das können wir machen. Hier so eine Kiste. So eine Dongle-Kiste. Das ist ja das Weirdeste, was passieren kann. Und noch weirder ist, dass ich nicht ein Symbol sehe. Oder Glocke. Finde und breche drei Siegel. Ja. War schon im klassischen Sinne wahrscheinlich, ja. Aber hier geht's ja rechts gar nicht lang. Gucken wir mal. Kraft, Frostladung, nice. Aber Symbol sehe ich hier nicht. Brauchen wir viele Kisten. Ja, okay. Also hier ist schon mal diese Eckkammer nicht, die ich meinte. Das ist interessant. Als würden wir gleich nicht irgendwie zerquetscht werden oder so ein Quatsch. Irgendein Mist passiert gleich noch, ich sag's euch. Oder sowas. Mann, Mann, Mann. Yeah.
Bruder! Überlebe ich nicht. Ich laufe gerade gleich in irgendeinen Ratscher rein oder so. Wartet ab. Dunstgewebe. Oh, ich darf nicht sterben. Oh, bitte lass mich nicht sterben. Bitte, bitte, bitte. Bin ich denn hier vorbeigelaufen? Ich frag nicht. Ich frag nicht. Also was damit gemeint ist, kann ich euch nicht sagen. Ob die wirklich überall sind oder ob die hier... Keine Ahnung. Eieieiei. Ja, da sind aber auch ein paar in die Quetsche reingelaufen. Ich hab's nicht weiter kommentiert. Fand Ivaldi am besten. Meiner Meinung nach ein bisschen protzig. Herstellen, verbessern. Perfekter Asgarder Stahl. Wo kriegt man den denn her? Oh nice, einfach so ein Flügel. Ha, ja, ja. Fester, weicher. Gut, das reicht aber jetzt mal. So. Was war denn da noch? Wir haben die Walküre geschafft und werden beim nächsten Mal diese anderen Eckräume erkunden. Also ich hab so das Gefühl, als wären... Ja, dann hier scheinbar ja nicht, aber es wären hier und hier irgendwie noch so Eckräume. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen mal gucken. Wie viele haben wir jetzt, wie viele Echos? Lass uns anfangen. 5400, also knapp 2000. Dann könnten wir uns eine von den großen Kisten holen. Was du nicht brauchst. Kann natürlich auch sein, dass in den großen Kisten das drin ist für die Seelenrisse, für die Weltenrisse. Das macht auch Sinn. Na? Dass man die großen Kisten öffnen muss, um überhaupt erst ranzukommen. Gut, das erfahren wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.